Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Das Wochenende steht vor der Tür und ja, man kennt es. Also eigentlich bei mir nicht, aber ich bin gerade so ein bisschen am Kränkeln. Aber naja, ich bin noch am Kämpfen. Das Thema ist noch nicht durch an dieser Stelle. Heute gibt es mal wieder ein bisschen Champions-Raten. Das Ganze mal wieder im Punktesystem. Das heißt, ja, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich werde euch ein paar Tipps für einen Champion droppen. Solltet ihr den Champion beim ersten Tipp sofort erraten, bekommt ihr 4 Punkte, beim zweiten Tipp 3 Punkte, beim dritten Tipp 2 Punkte und beim letzten Tipp bekommt ihr einen Punkt. Wichtig ist, ihr habt nur eine Stimme, sagt ihr beim ersten Champion, es ist Champion X, ja, und er ist es nicht, dann dürft ihr danach auch nicht weiterraten. Das heißt, hier müsst ihr ehrlich zu euch selbst sein. Dieses Mal muss ich sagen, im Gegensatz zum letzten Mal, da habe ich euch ja sehr, sehr viel reingebaitet. Dieses Mal habe ich komplett 100% ohne Baits die Tipps erstellt. Das heißt, es kann natürlich sein, dass diese Tipps auf mehrere Champions zutreffen. Klar, logisch. Aber ich habe jetzt nicht speziell versucht, da irgendwelche Verbindungen oder sowas herzustellen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem ersten Champion. Wichtig ist, dass ihr mitzählt, wie viele Punkte ihr habt. Ihr dürft auch gerne mal pausieren, aber jetzt nicht irgendwie die Champions nachschlagen. Auf geht es, los geht es mit dem ersten Champion. Ich wollte ihn gerade schon nennen. Und zwar... Ja, der erste Tipp, der ist sehr vage, also da ist es schon schwer, ihn zu verraten. Ich habe Tiere bei mir. Diese Tiere interagieren allerdings in keinster Weise mit dem Spiel. Ja, das bedeutet, sie machen keinen Schaden, es sind keine Fertigkeiten von diesem Tier oder Tierin abhängig. Ja, das ist keinster Weise, also wirklich nichts, nur optisch. Nur ich kann diese Tiere sehen. Ja, also ich glaube, jetzt ist es schon sehr, sehr eindeutig, was das Ganze angeht. Und der letzte Tipp, der hat mal gar nichts mit den Tieren zu tun. Ich bin in der Lage, CC'te Gegner zu CC'en. Ja, CC, Crowd Control. Naja, sollten die meisten ja eigentlich kennen. Okay, wir haben hier als ersten Champion tatsächlich Swain. Ja, Swain, er hat ja Krähen bei sich, also die umgeben ihn quasi die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube auf der Schulter selber hat er gar keinen mehr, ne? Aber sie spawnen ja regelmäßig um ihn rum, interagieren nicht in dem Spiel sozusagen, dass er irgendwelche Spells darüber hat. Damals waren ja seine Spells sehr über die Krähe, das heißt, ich glaube seine E war ja dieser Laser oder war das die Q? Ich weiß es nicht genau. Und auch seine Ult etc. Ja, das ist ja alles nicht mehr. Also sie sind quasi im Spiel, aber sie interagieren nicht. Und auch nur Swain kann diese Vögel um sich herum sehen, was ja sonst wirklich ein bisschen broken wäre. Sonst könnte man direkt sehen, okay, hey, da sind Raben. Swain wird auch wohl in der Nähe sein. Und natürlich kann er CC der Gegner mit seiner Passive, ja, das ranziehen, kann er dadurch nochmal CC'en. Und damit hätten wir Swain, den ersten Champion, auch abgehakt. Ich denke, das war absolut noch solide machbar. Weiter geht es dann auch direkt mit dem zweiten Champion. Und hier haben wir... Ich bin ein Champion, der ab und zu in der Mitte gespielt wird. Aktuell aber eigentlich fast ausschließlich Supporter. Aber ursprünglich wurde ich für die Mitte designt. Ich denke, hier kann man schon deutlich mehr mit anfangen. Und den könnte man, ja, ein bisschen lucky, aber als ersten Tipp hier erraten. Na, ist immer ein bisschen lucky. Ich bin in der Lage, mich zu heilen. Außerdem bekomme ich in absehbarer Zeit ein Rework. Und der letzte Tipp, den wir haben. Ich habe eine Schwester, die ebenfalls in absehbarer Zeit ein Rework erhält. Also, es wird schon immer mal wieder von Riot gesagt, dass diese beiden Champions einen Rework bekommen sollen. Zieht sich allerdings schon, aber ich denke, dieser Punkt, dieser Zeitpunkt kommt langsam, aber sicher immer näher. Und zwar haben wir hier nämlich die gute Morgana, ja. Morgana ist ja ein toller Champion, mögen wir auf jeden Fall, also zumindest ich. Ich spiele sie ganz gerne, vor allem in der Mitte, wurde damals als Midlane-Champ released, wurde auch extrem oft gespielt in der Mitte, also was heißt extrem oft, aber schon ein paar Mal, war zu einer Zeit broken. Ich habe damals wirklich Morgana und Amumu, das waren meine Bans in der Mitte, also die ich gebannt habe, vor allem auch in der Mitte, also das hat mich richtig getillt, diese beiden Champions. Ja, mittlerweile fast nur noch Supporter, aber ja, mag man gar nicht denken, sie ist eigentlich ein Midlaner und ja, sie soll ein Rework bekommen und auch
Kayle soll irgendwann mal so eine Art Rework. Also es wird wahrscheinlich kein volles Rework sein, sondern halt so ein bisschen so ein Mini-Rework wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Denn auch Kayle hat ein bisschen so ein komisches Kit, was das Ganze angeht. Obwohl sie auch nicht unbedingt schwach ist. Ne? Gibt ja Zeiten, wo sie immer sehr, sehr broken ist. Weiter geht es direkt mit dem nächsten Champion. Beim nächsten Champion geht es so ein bisschen um Statistiken und Fakten. Und der erste Tipp ist gleich ein bisschen verdoomt. Und zwar, Achtung, ich bin der Champion mit der aktuell zweithöchsten Playrate in ganz League of Legends mit 17%. War aber, bevor Ezreal gereworked wurde, ja, er ist ja jetzt quasi neu und deswegen spielt jetzt jeder Ezreal und der ist der meistgespielte. Bevor das war, also vor einer Woche, vor zwei Wochen, war er der meistgespielteste Champion in League of Legends. Ich wurde im vorletzten Patch gebufft, ja, gerade das war der Worlds Patch, und habe nun weniger Cooldown auf einen Spell. Ja, also ein meistgespieltester Champion, zumindest im Solo-Queue und für die Worlds. Ja, ich hätte auch, also im letzten Patch ist sehr, sehr wenig passiert, deswegen habe ich den vorletzten Patch, ja, den letzten lassen wir einfach mal komplett weg. Ich bin ein Champion, bei dem viele denken, man müsste die E maxen, aber man maxt eigentlich die Q. Also man kann auch die E maxen, ja, das ist spielstilabhängig, das ist immer, ne, wie man gerade Bock hat. Aber viele, viele denken, man müsste die E maxen. Und ich habe erst, okay, der ist ja einfach, vor kurzem einen feurigen Skin bekommen. Ja, man kann ja auch mit dem letzten Tipp das dann so ein bisschen auflösen. Ist ja nichts Verwerfliches dran. Denn wir reden hier an dieser Stelle über Thresh oder wie ich ihn auch gerne nenne, Thresh. Ja, der gute Thresh. Thresh, Thresh. Ja, der gute Thresh hat, ja, ist meistgespieltester Champion League of Legends. Zumindest war er das. Jetzt ist er als zweitmeistgespieltester. 17% ist schon wirklich krass. Wurde ja gebufft, das heißt weniger Cooldown auf seine Q. Ja, und man maxt tatsächlich die Q. Denn wenn du die Q durchmaxst, dann hat das Ding super wenig Cooldown. Also das ist absolut insane, muss man sagen. Jetzt muss man sagen, mit dem Buff kann man drüber nachdenken, ob vielleicht der E-Max sogar besser geworden ist. Dadurch, dass der Q jetzt weniger Cooldown von Grund auf hat. Und er hat jetzt auch seinen feurigen Skin mit dazu bekommen. Das heißt, das alles, Thresh. Und damit kommen wir weiter, und zwar wird jetzt gemalt, meine Freunde. Ich werde euch jetzt einen tollen Champion malen, und hier ist die Punkteverteilung folgenderweise. Wenn ihr ihn innerhalb der ersten 15 Sekunden erratet, was ziemlich schwer wäre, bekommt ihr 4 Punkte, innerhalb der nächsten 30 Sekunden bekommt ihr 3 Punkte, innerhalb der 45 Sekunden bekommt ihr 2 Punkte, und innerhalb der letzten, also bis zum Ende halt, 1 Punkt. Ja, ich weiß, meine Zeichenkünste sind ungeschlagen und ich weiß, dass viele von euch sehr, sehr neidisch sind. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wie ich so krass zum Zeichnen gekommen bin, könnt ihr das absolut gerne droppen. Ansonsten, ja, wir haben Urgott, meine Freunde. Klar, ich habe ihm jetzt nicht mehrere Beine oder so gegeben, aber das wäre auch zu einfach. Das heißt, ich werde immer, wenn ich einen Champion male, den einfach ganz normal malen, auch wenn ich Anivia, okay, Anivia, ja, weiß ich nicht, mal schauen. Auf jeden Fall, klar, am Anfang, das war der Charge, wo man den Gegner auch rüberwirft, das hätte auch Volibear und auch Singed sein können, das haben wahrscheinlich einige von euch getippt. Dann war das die Q, die war echt schwer zu malen, muss ich sagen. Die schießt ja so auf den Boden und dann kommt da so eine Explosion und dann slowt das. Und aber dann spätestens mit der Ultimate, denke ich, war es relativ klar und da sollte man dann auch drauf gekommen sein. Denn es war dann all over der gute Urgott, der auch aktuell ein bisschen broken ist und viel gespielt wird. Gehen wir weiter und zwar direkt zum nächsten Champion. Und dieser Champion hat keine Kleidung an. Ja, das könnten grundsätzlich jetzt erstmal viele Champions sein, denn wenn wir einfach mal einen Namen in den Raum werfen, Malphite, er ist ein Stein, er hat keine Kleidung an.
Ja, nur damit ihr mal wisst, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Man könnte jetzt meinen, ich wäre ein Tier oder sowas. Aber ich habe die Form eines Menschen. Und um euch entgegenzukommen, ja, vielleicht haben es jetzt schon einige so ihre Stimme raus, ihren Tipp raus. Aber wir reden hier nicht von Nidalee. Ja, klar, sie hat in ihrer Katzenform keine Klamotten an, aber in ihrer Katzenform hat sie auch nicht die Form eines Menschen. Man könnte meinen, dass wenn ich schwimmen gehe, ich wachse. Und ehrlich gesagt, vielleicht tue ich das auch. Also ich weiß es gar nicht genau, vielleicht ist das ja sogar der Fall. Und der letzte Tipp. Sehr, sehr kurz gehalten. Zwei Wörter. Ich blühe. Also vielleicht nicht komplett und nicht überall, aber irgendwo ein bisschen bestimmt. Also auf jeden Fall sogar. Und damit sind wir bei Zyra angekommen. Sie hat tatsächlich keine Kleidung an. Ist ja wie so die Harpien aus irgendwelchen Spielen haben ja auch nie Kleidung an. Und in diese Richtung geht das Ganze. Das heißt, ja, sie wird durch ihre eigenen Blätter, durch ihren Körper zensiert. Sie ist kein Tier, hat die Form eines Menschen. Und ja, ich meine, also sie wächst wahrscheinlich, ihr menschlicher Körper wird nicht wachsen, wenn sie ins Wasser geht. Aber halt die Pflanzen um sich rum, könnte sein, dass die wachsen. Also weiß halt niemand. Und tatsächlich hat sie oben an ihrer Schulter so ein paar Blüten. Also, ja. Und vielleicht ist sie ja, man weiß es halt nicht, ob sie eine Ganzjahresblume ist. Vielleicht blüht sie ja im Sommer und im Winter verwelkt sie. Wir wissen es nicht und werden es vermutlich auch nie erfahren. Und damit wären wir angekommen und zwar beim allerletzten Champion. Und hier bin ich meistens so, dass ich einen richtig schweren nochmal rausdroppe. Aber heute gibt es mal einen relativ einfachen, ja, damit ihr auch nochmal zum Ende des Videos ein Glücksgefühl erlebt. Und auf geht's. Ich verfüge über einen Shield. Ja, ich lasse das jetzt erstmal so in den Raum stehen. Nee, lasse ich nicht. Und zwar ist es kein Shield, wie Leona es hat, also kein physisches Schild, sondern eins, was dich halt shieldet. Ja, als Beispiel wie so ein Jenna-Shield. Eine Fertigkeit, die Stacks aufbaut und mir selbst Attack Speed gewährt. Meine ultimative Fertigkeit, ja, so heißt es tatsächlich in Deutsch, macht mich unaufhaltbar. Und der letzte Tipp spricht wahrscheinlich für sich. Ich habe es faustdick hinter den Ohren. Also, ja, jetzt wahrscheinlich nicht sprichwörtlich, aber es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Ich denke, das ist schon sehr einleuchtend. Und zwar haben wir hier Vi. Ja, sie hat auf ihrer Passive ein Shield, was sie quasi shieldet, ja, logisch. Dann hat sie eine Fertigkeit, ihre W, mit der sie Stacks auf den Gegner aufbaut und gleichzeitig, wenn sie diese dann eben auslöst, Attack Speed bekommt. Ihre Ultimate ist unaufhaltbar. Ich glaube, gibt es mehrere unaufhaltbare Ultimates? Also es gibt Malphite, es gibt dann quasi Vi, aber viel mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht. Ist Ornn immer noch unaufhaltbar in seiner W? Ich weiß nicht, da wurde super viel rumgeändert und genervt. Ich glaube, er ist immer noch unaufhaltbar. Aber falls ihr noch Ideen habt, war er auch noch unaufhaltbar ist, könnt ihr das ja gerne droppen. Ich meine, okay, es gibt schon einige. Jarvan Ultimate ist auch unaufhaltbar und ich glaube, Hecarim Ult auch, oder? Ist auch egal, könnt ihr ja gerne droppen. Und ja, Faust dick, ne, wegen Faust, ne, und vielleicht wegen dick, weil die Fäuste dick sind. Und ich meine, hinter den Ohren, sie ist ja auch richtig so ein richtig, ne, so ein richtiges, ne, aber lassen wir das. Damit wären wir durchgekommen. Ihr könnt ja absolut gerne eure Punkteanzahl unten droppen. Ich mache euch oben auch rechts ein Voting rein, das heißt, ihr könnt dort voten, ja, ne, wie viel da was, wie viele Punkte ihr hattet. Und ich würde euch einen wunderschönen Tag wünschen und das werde ich auch. Und natürlich auch ein tolles Wochenende. Auf Wiedersehen und goodbye.